Ja, also ich bin Victoria und 11 Jahre alt und ich wollte fragen, wenn Sie einen Tag jemand anderes sein könnten, wer Sie wären und warum? Ich wäre vielleicht, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich nicht trainieren müsste, nicht alles üben müsste, gerne eine Astronautin, die einmal um die Erde fliegt und mir das alles mal von oben angucken würde. Ich bin Franz und ich bin 13 Jahre alt und ich wollte mal fragen, wie groß die Unterschiede zwischen Ihnen und Horst Seehofer manchmal sind. Der Unterschied ist erstmal, dass Horst Seehofer mindestens 30, wenn nicht ja, fast 30 Zentimeter größer ist als ich. Und manchmal, die meisten Dinge haben wir gemeinsam und manchmal haben wir auch unterschiedliche Ansichten. Und das gehört dazu, weil es auch zwei verschiedene Parteien sind, aber das Gemeinsame überwiegt. So, jetzt kannst du deine Frage stellen. Was willst du denn fragen? Was Ihr Lieblingsessen ist. Mein Lieblingsessen. Was ist das Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Spaghetti Bolognese. Oh. Was ist denn dein Lieblingsessen? Nudelsuppe. Beschreiben Sie Ihr Leben in 4 Worten. Na, ich sag mal so, ich muss 3. Das machen, was alle Menschen machen. Essen, trinken, schlafen, Zähne putzen. Ganz kurz, Frau Merkel, hier gibt es ganz viele Kinder, das habe ich jetzt schon mehrmals gehört, die wissen wollen, was ihr Lieblingstier ist. Ich mag Igel sehr gerne, ich mag Elefanten sehr gerne. Hier sind und nun kann man ja keinen Elefanten zu Hause haben. Und Feldhasen mag ich auch sehr gerne. So. Ich bin Emily, bin 10 Jahre alt und ich habe die Frage, was ist Ihr Hobby? Mein Hobby ist im Garten arbeiten. Insbesondere baue ich sehr gerne Kartoffeln an. Dieses Jahr habe ich noch nicht geerntet. Ich hoffe, noch ist ja kein Frost. Ich muss jetzt noch bis zum Wahltag warten und dann ernte ich sie. Mal gucken, wie die Ernte dann geworden ist. Und ich habe auch sehr gerne, die Sonnenblumen sind auch ganz gut geworden. So, weiter geht's. Ich heiße Ida und bin 8 Jahre alt und wie finden Sie Ihren Job? Im Augenblick gerade toll als CDU-Vorsitzende, wenn ich so eine Kinderpressekonferenz machen kann. Ehrlich gesagt habe ich das nämlich noch nie gemacht. Das ist meine Premiere heute zum ersten Mal. Und das Allerschönste ist, dass man immer wieder so viele neue Menschen kennenlernt. Also ich finde, ich habe eine sehr schöne Arbeit.